So, willkommen zurück zu das Black of the Nights. Als Folge haben wir einige Nebenfälle geklärt. Und ich würde sagen, jetzt können wir mal Richtung Harley Quinn gehen. Meinst du meine Frau? Nach Blackgate müssen wir da. Wir können uns eigentlich so. Wobei, in der Ende die Nacht, wenn wir uns hin teleportieren, stimmt ja, wir sind gerade ja direkt drin. Wir können ja nicht nur dahin. Gut, da müssen wir fahren. Brumm, brumm. Ja, geh mal meine Frau besuchen, ne? Nicht leider täuschen, die steht nur auf sehr verrückte Leute. Man sieht hier bei Joker. Ist ja selber nur crazy geworden, weil sie Joker verguckt hat. Wie sich das weggerollt hat. Respekt. Strafanstalt Blackgate. Die Wärter genauso übel sind wie die Gefangenen. Was war das? Hey, Ben! Blackgate war zu Oh Gott! Ich bin tot. Das Gefängnis wurde darauf aufgebaut. Charakter kann nicht schwimmen. Merkt du liest gerade die Wiki-Seite, oder? Ich habe die Baupläne gefunden und Unstimmigkeiten entdeckt. Jetzt war gefallen. Im Westen könnte sich ein Eingang befinden. Verstanden, Glockenturm. Mal sehen, was wir finden. Hey. Nein, was machst du? Du sollst da überspringen. Oh. So, einfach hier lang. Warum? X schaut mit denen an. Ich wusste nicht wo. Hui. Batman musste sicher nie den Seiteneingang nehmen. Ja, Batman war auch nicht für den Polizei gesucht. Warum wir hier gesucht sind, ich hab's mir noch nicht so ganz verstanden, aber gut. Wird ihn die Arbeit wahrscheinlich vermiesen. Ging's ja nicht allein hin. Wo ist der Loot-Chest? Mit da hin? Nee. Zimmer. Ja. Ich will nur was schauen. Achso, da hinten zur Truhe. Ja. Ich glaube, hier kommt man da hin, glaube ich. Und wie sieht der jetzt nicht auch mit F an? Ja. Ey, so krass, wie die springen können, könnte da einfach hochspringen. Aber da kennst du. Keine Ahnung, was ich jetzt bekommen habe. Durchzwingen. Prüfen. Nachricht, okay. Ich hab noch grünes Zeug bekommen. Glockenturm, bin drin. Suchen wir Harley. Das X auf ihrer Karte entspricht Zellenblock 3 hinter Nexus. Aber die Wärter haben dort ihre Patrouillen eingestellt. Das heißt, dort ist alles möglich. Alles klar. Ich bin vorsichtig. Was ist diesmal passiert? Aber in der Aufrechterhaltung. Eingang.
Da ist ja das. Jeden Tag mehr Kaninchen. Für den Scheiß krieg ich nicht genug Geld. Das tut keiner von uns. Wir stecken ihn in Einzelhaft und schicken den Arzt rein, damit er ihn sich anschaut. Ich muss mir etwas ansehen. Gehen Sie da hin, weil ich eingeschossen habe. Ist der Angriff jetzt eigentlich Stealth oder haben sie es bemerkt? Ich sehe mir das besser an! Okay, sehen wir es uns an. Ja, der kann auch Stealth sein. Wer immer das getan hat, ist fällig. Ach so, weil sie so weit weg sind. Deswegen sind sie nicht Stealth. Steht nur Luftangriff. Stand kurz da. Ja, wenn das keiner mitbekommt, kannst du auch mit dem Luftangriff jemanden killen. Das tötet ja nicht instant. Ich hatte vorhin einen Luftangriff gemacht, da hat er den damit Stick gleich gewürgt. Dann war er still. Ja, aber jetzt habe ich ihn in einer erledigt und hat es mitbekommen. Ah, hier, Überraschungsausschalt. Du dich aber drauf stellst. Ja, es war so ein cooler Move, aber das hat er jetzt 20 Grad umgemerkt dafür. Damit er seinen coolen Move gemacht hat. Hier so eine Kiste. Stimmt. Das ist ganz bisschen mehr als ich. Ich will halt nicht die ganze Zeit X-Hammern, weißt du? Du machst in der Open World schon genug. Ja, einmal so in einem Raum deckt schon einiges auf. Da hinten sind zum Beispiel noch einer. Wenn du das machst, muss ich das nicht machen. Was auch immer diese Dinge da sind, diese vier Schaden, vier Schutzding-Icons. Keine Ahnung. Schon ist ganz gerallt. Same. Ich muss jetzt theatralisch umgucken, das gibt's fast jedem Game, bevor die Tür aufmacht. Ich hab es geschafft, den selbst zu killen. Keine Ahnung. Hat er wahrscheinlich nicht komplett entdeckt. Heute Abend Gäste. Macht richtig Feuer in der Bude. Harley, mein Schatz. War das Harley? Die einzig wahre. Ballons und Prügeleien. Harleys Spezialität. Sie ist hier. Vermeide Schaden. Ja, dann mal los, oder? Jo. Oh oh. Ja, komm doch her auf. Ich fühle mich echt willkommen, Harley. Für Harleys Verhältnisse ist das noch eine nette Begrüßung. Ich kenne eine ganz andere Begrüßung, wenn ich komme. Man kann übrigens vorher auswählen, wer mit der Sequenz redet, ne? Ah ja, okay. Nightbot, du bist hier. Nightbot. Oh, sieh dich an. Du bist ganz abgemagert. Du musst mehr essen. Sonst was das mit deinem süßen Arsch? Es ist... Ah, Tobi? Auch schön, dich zu sehen. Aha. War's zu viel verlangt, mich früher zu besuchen? Hey, Batman hat dich um einen Gefallen gebeten. Kannst du mir sagen, worum es ging? Warte mal ganz kurz. Das heißt, dass Bats tot ist. Wirklich. Nun gut. Er wollte, dass ich Täterprofile erstelle. Weil ich ja eine geniale Psychiaterin bin. Klar, warum auch nicht eine Täterin darum bitten? Hey! Ich bin nicht kriminell. Ich werd missverstanden. Na komm. Gib mir wenigstens irgendwas.
steht in diesem Buch. Aber es fehlt noch das Pièce de Résistance. Du musst noch diese Karte zurückverfolgen. Dann ist es perfekt. Harley, gib mir doch einfach das Buch. Das sollte im Archiv sein. Okay. Tschüssi. Was sind die eigentlich für Zellen in diesem Gefängnis? Oh, und Klappen sind im Keller. Einfach durchgehen. Typisch Harley. Wehe, das Buch bringt nichts. Was nicht? Ja, ich hab erschrocken. Lass mich nicht warten! Harley Quinn als Charakter ist so simpel, aber irgendwie so genial. Dennis Blutkiste. Ja, ist auch. Traurigerweise eines der wenigen Sachen, die sie nicht geklaut hat. Harley ist wohl nicht die Einzige, die für Ärger sorgen will. Wobei man ja nicht unterschätzen darf. Deswegen verstehe ich auch den Streit von DC und Marvel nicht. Die kommen beide ursprünglich von Stan Lee, ne? Also... Stan Lee war auch der Designer von Batman und Co. Okay. Bevor sie sich halt die Firmen aufgetrennt haben. Aber der hatte auch seine Hände in DC. Also der war mit dem DC-Chef-Typ später auch so gut befreundet. Dann muss ich das heißt, Marvel und DC haben der eigentlich keine. Nexus sollte weiterhelfen. Also es sind zwar unterschiedliche Firmen, aber die haben eigentlich keinen. Die haben eigentlich nur die Fans haben da Stress mit dann zusammen gegeneinander. Marvel und DC als Firmen nicht, weil die kommen vom selben Mensch, weißt du? Ja, klar. Und wer ist die denn? Alter. Sieht gut aus heute. Mach dich auf den Arm. Mama Mafiosi. Nur mit dem Tarschock, der da macht, wer ja, dann guckt die Fähigkeit hier mehr drauf. Scheiße, ich seh lieber nach. Kick Tasten. Tja. Reiche den Keller. Ah ja. Hä? Hier durch. Ah. Tja, weil der Wagen bewegt sich komisch langsam, keine Ahnung. So. Du meinst, niemand wird uns aufhalten? Echt? Mein Nightwing hat gerade irgendwie nicht mehr geschlichen, warum immer. Also, er hatte, aber er hat nicht. Ich kann es ziemlich strong. Ich muss aber wieder eine da aus. Da guckt der, warum sucht er bei mir jetzt eine Zeitlupe schleichen? Ist das ein Bug? Das ist eine Kiste. Harley tut so, als wäre es ein Spiel. Aber sie hat mich aus gutem Grund hierher geschickt. Komm schon, was sollte ich finden? Sehen wir mal im Katalog nach.
viel Geduld aus. So langsam. Interessant. Häftlingsprofil Sarus Gold. Räuber in Gotham. Okay. Mehrere Gräber wurden in Gotham ausgesucht. Aha. Danach hat Harley wahrscheinlich gesucht. Ich hab was, Harley wollte. Jetzt muss ich sie nur dazu bringen, mir das Buch zu geben. Das muss mit dem zu tun haben, was Batman untersucht hat. So, das war Bonus. War das Bonuszeug. Das war alle vier. Ja. Ah, warte mal. Ah, jetzt muss jeder selber machen. Ah, okay, das ist blöd. Lass mal gucken, ob man dann die nächste Sequenz, ob das wirklich so ist, dass man das auswählen kann. Ja, gerade in der Tür musst du ja auch nicht warten, deshalb. Ich frage mich, was Harley gerade mit dieser Akte vorhat. Keine Ahnung, was Harley denkt, aber sie hat sicher ihre Gründe. Ja, wo kommen die jetzt auf einmal alle her? Im Knast? Wo kannst du hin müssen? Ich sollte gar nicht fragen. Alter. Man brennt hier alles, ey. Ich warte. Sag bloß, das ist jetzt weg. Riot. So, hast du jetzt gerade mit Harley Quinn ausgefüllt? Ja. Also nee, geht nicht. Schade. Weil ich raus bin. Wahrscheinlich. Ah! Wieder da. Ich hab, was du wolltest. Glaube ich. Gib her! Kann ich das jetzt zu dir bringen? Oh, ich weiß. Tada! Natürlich. Du bindest es an einen Ballon. Natürlich. Verdammt! Da rennen wir jetzt einen Ballon hinterher. Ich muss da vorbei. Ja, ciao, kriegen wir die. Ja. Ja.
Jetzt merkt man nicht, dass es ein Harley-Ding ist. So, perfekte Ausweichmanöver, wir wissen ja nicht, wie das geht. Toll. Ja, wahrscheinlich kurz vom Treffer ausweichen. Hahaha. Und dann ist es auch noch wieder mit dem Vialoka. So gut. Ah ne, das andere. Doch, die Vialoka-Cover ist es. Und Harley ist weg. Na toll. Bereit für den Knall? Oh, Mist. Wirklich? Was zur... Verdammt, Harley, was soll das? Live in the Vida Luca. Hey, nein, sehr coole Mission. Ja. Harley, woher hast du diese Nummer? Oh, mach dir da keine Sorgen. Du sollst wissen, dass du mich bald wiedersehen wirst. Okay, tschüss. Ich hätte es auch angerufen. Ja, Gefangene in Gotham City, egal ob es im Arkham Asylum war oder jetzt hier, sind einfach keine Gefangenen. Wir können auch teleportieren, aber ich glaube, wir sind für die Nacht fertig. Nacht 3. 5 Verbrechen verändert. Kann man das Spiel in einer Nacht durchspielen? Nee. Selber. Ist mal ein Run. So, 10 Hinweise hochgeladen. Neue Hinweise für die Tafel. 6 Verbrechen verändert. Wollen wir als nächstes mal vor mit Alfred Rehn und Co. mal die Sachen machen, die wir für unseren Ritterschlag brauchen? Können wir ja. Wir haben schon 5 von 10 Verbrechen und wir haben schließlich das Training für abgepasste Schläge. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das ist. Derzeit sieht man ihn öfter, wie er Gäste seines neuen Unterhaltungspalastes, der Iceberg Lounge, begrüßt. Doch noch vor einigen Jahren war Cobblepot besser bekannt als der Pinguin. Ein berüchtigter Gangster, der für eine Reihe von Finanz- und Gewaltverbrechen verurteilt wurde. Cobblepot pocht darauf, dass er nach seiner Strafe ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Die einzigen Pinguine in Gotham seien die Smoking-tragenden Gäste der Iceberg Lounge. Ich bin Nora Sheet auf GCN, Gothams zuverlässige Quelle für alles Wichtige. Okay, der Cobblepot-Pinguin ist raus. Dann gebe ich ja deine Gutes vor. Ja, ich glaube, da wohl selber nicht, oder? Ja. Das ist übrigens, das denkst du, kannst du bestimmt nehmen. Pinguin ist die Äquivalent zu Kingpin von Marvel, ne? Also der Marvel, der Spider-Man-Schurke. Denke ich mir schon. So, für angepasste Schläge ist bei Fortgeschrittenes Training, by the way. Schaut das jetzt mal. Körperliche und mentale Vorbereitung gehören zusammen. Hier, was für Schläge? Zunächst den Geist. Abgepasste Schläge heißt das Ding. Aber das erfordert Training. Volle Konzentration. Was du machen musst. Vergiss die Selbstzweifel und höre auf meine Stimme. Hm.
Wenn ein Angriff einen Gegner treffen sollte, auf um einen Abkostschlag zu ausführen, erhalte um einen schweren Abkostschlag. Abkostschläge von mehr Schaden gewinnt schnell Schwung. Hey. Das ist dasselbe wie die ganze Zeit, oder? Aber link machst du das her, man. Ist da jetzt anders dran? Ich glaube, du musst es irgendwie timen. Nachlässig. Ich hab's aber eine Combo. Was mich stolz, Dick. Ja. Aber Combo-Attacke. Erledigt. So, jetzt müssen wir nur 5 Vorsichtsverbrechen stoppen, also von den großen Sachen. Dann können wir Ritterschlag weitermachen. Weil ich will diese besonderen Fähigkeiten von dem Charakter. Das ist nämlich ziemlich cool, wenn du dich dann durch die Gegend teleportieren kannst. Oder was auch immer du hast. Ich weiß gar nicht, dass Batgirl kann. Wo sehe ich das nochmal? Geht auf M nach Herausforderung und dann Ritterschlag. Das ist, was wir machen müssen. Ah. Einen Schritt voraus habe ich hier. Genau. Von 10 also wir haben jetzt schon die Hälfte. 8 von 10 habe ich. Du hast 8 von 10? Ich habe. Hä, warum habe ich denn 5 von 10? Die Vorsicht und Verbrechen sind nur die großen Sachen. Da haben wir doch bisher dieselben gemacht. Oder hast du Singleplayer mehr gemacht? Ja, das kann wahrscheinlich sein, dass ich während du gespielt hast noch. Achso, okay. Was gemacht hat, aber auch der nix. Mal kurz, ob neuer Anzug. Ach, ich kann meinen Anzug upgraden, schau mal. Ich hab einen Transmog freigeschaltet, neue Wächter, aber ich weiß nicht, ob schon die ganze Zeit so war. Ja, ich hab den auch. Okay. Den Transmog. Und die anderen, da steht halt nicht, wie man die bekommt. Ja. Fähigkeit. Oh, neue Stöcke. Stufe 4, so. So, das habe ich alles mal abgegradet. Zeigt mir die ganze Zeit, ich könnte noch was herstellen, das irritiert mich. Ich hasse Ausrufzeichen, die in ihrem Menü sind. Willkommen im Club. Ah, seltener Fieseck-Einsatz-Element für die Herstellung. Selten Erdmetalle sind, die so ein bisschen fancy aussehen. Die sind selten, okay. Eternal Transmog sieht schon ganz so schick aus, ja. Talon ist hier mein Favorite, den würde ich gerne haben. Aber das dauert ewig. Also ich weiß gar nicht, wie man die bekommt, ey. Aber den würde ich anziehen, wenn ich ihn heute an will.
unsere Ausrüstung wieder in 3D-Drucker hergestellt. Ja, klar, top mal dann. So, Alfred. Denken Sie daran, was in Blackgate passiert ist, Master Richard? Alles war typisch Harley. Ich bin nur sauer, dass wir auf sie reingefallen sind. Sie hat weder Nachrichten noch Karten hinterlassen. Haben Sie Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Ich habe mir angewöhnt, bei Harley auf alles gefasst zu sein. Aber sie hat eine Schwäche für die Freaks. Ein guter Ausgangspunkt. Boah, es weiß. Flashbang. Jetzt hat er nochmal eine Weise hochgeladen, okay. Wow. Harley hat Profile von richtig antisozialen Gefangenen erstellt. Gut. Irgendwas geht ab in Blackgate. Fragen wir die Direktorin. Finden wir es raus. Nein, die Einträge sind Jahrhunderte alt. Die Direktorin ist neu. Die weiß bestimmt nichts. Wie konnte ich das übersehen? Ach ja. Was geht mit Robin eigentlich? Das dumme System ist völlig unsinnig. Voll der creepy Typ. Babs. Hey Babs, was hast du rausgefunden? Sie alle sind auf Berufung raus. Das hat Harley rausgefunden. Und jedes Mal wurden wichtige Zeugen ermordet. Hier. Alle wurden mit Messern aufgehängt. Genau wie Langstrom. Bruce hat was gewittert. Oh? Ich glaube, ich hab hier was. Alter Tim, ey. Oswald Cobblepot, der Pinguin. Er ist wie alle hier drin. Außer, dass er seine Zeit bei jeder Verhaftung abgesessen hat. Jemand muss ihn im Regen stehen gelassen haben. Vielleicht redet er mit uns. Er führt jetzt die Iceberg Lounge. Sagt, er sei sauber. Der verkauft sicher mehr als nur Alkohol in seiner Bar. Keine Ahnung. Batman wollte nie mit mir hin. Wenn du einen falschen Ausweis willst, musst du einfach nur fragen. Oswald ist gefährlich. Und außerdem ist Harley noch da draußen. Wir müssen aufpassen. Chill mal, Dick. Wir packen das. Dick. So heißt ein normaler Vorname. Wenn man in einem anderen Menschen sendet. Leads. Pinguin führt einen Laden am Iceberg Lounge. Der ist ja ganz sehr stolz nach allem, was man so hört, sein Befugungsaufenthaltsort. Die Chancen stehen gut, dass sie unter ein Gespräch aufziehen können. Nebenaktivitäten spät. Geheimidentität 1. Aktivität ist verfügbar. Harley kehrt zurück. Die Freaks haben mit einigen nur an 5 Minuten um zu gehen, ob mal rausfinden, was vor sich geht. Bombenbedrohung machen. Aus den Starlabs wurden verschiedene Aktivitäten gemeldet. Es gibt immer mehr rausfinden, aber nicht die Starlabs. Guck mal, Harley hat ihre eigene Herausforderungskette, Fabi. Ja. In der Suche ein Freak-Verbrechen. Bin ja fast dafür, dass wir das nächste machen. Weit kommt im Chat. Oh, das, auf der Map ist auf einmal jetzt ein geheimes Vorratslager aufgetaucht. Das markiert wurde. Vorratslage? Ja, so eine Truhe halt, ne? Und wie im Bettcomputer siehst du die Karte jetzt schon. Also die Verbrechen, die, also werden hier wirklich nur die Hauptdinge angezeigt. Hier, die Bomben. Das sind nochmal bessere Drohnen. Die Bombendrohung sollten wir auch machen, wenn wir die Harley machen wollen. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit durchgehen so langsam? Kannst du hier schneller laufen? Oder bist du auch noch am Chillen?
Du kannst rennen. Ich habe ihn gepackt. Der Besuch in Blackgate lief also gut. Was Shift? Aufstände, Chaos, Brände, Balkan. Da passiert nichts. Was war anderes zu erwarten? Ich glaube, die ganze Zeit ist nur so lang. Dass unsere Freundin in ihrer Zelle. Aber gut, Leute, ich würde sagen, nächste Folge machen wir an der Stelle weiter. Danke fürs Sehen. Bis zum nächsten Mal. Sie wusste, dass das Buch unsere Priorität war. Sie hatte alles The push right up, the make right up, the push right up, the make right up.